LKW, Abfahrtskontrolle, Klassen C und C1. Ja, Karte 2, Bedienung der Schalter am Fahrtenschreiber, Frage Nummer 1. Bernd. Jawohl, Frage Nummer 1 am digitalen Kontrollgerät in unserem Fahrzeug ist die Bedienung der Schalter. Dafür hätte ich gesagt, wandern wir wieder ins Fahrzeug und schauen uns das mal an. Ja, hier ein Beispiel eines Actros. Da ist ein relativ modernes Kontrollgerät drin. Es gibt zwei verschiedene Versionen. Eigentlich sind die alle gleich. Ja, also vom Prinzip her sind sie ähnlich. Also die Fahrzeughersteller bauen mittlerweile nur noch die neuen Versionen ein. Somit sind wir da top aktuell beim MAN, wenn wir es jetzt nachrüsten, die nächsten Wochen, dass wir da auch auf dem gleichen Stand sind. Das EG-Kontrollgerät. Spätestens hier haben jetzt ganz viele kalte Füße und sagen, oh, das kriege ich ja nie auf die Reihe. Frage 1, Bedienung der Schalter am Fahrtenschreiber. Ja, ganz genau. Also vom Prinzip her auch wieder eine simple Sache, dieses Gerät. Wir haben hier unser digitales Kontrollgerät und wir müssen den Prüfer somit erklären, wie bediene ich denn dieses Gerät einfach. Wir haben, du hast ja gerade schon hingezeigt, ganz simpel hier einen Schalter für zurück, um im Menü wieder zurückzugehen, einen Schalter, um Menüfunktionen aufzurufen, nach oben, nach unten zu blättern oder okay, eben etwas anzuwählen, um einen Ausdruck zu starten oder einen Nachtrag zu machen. Ansonsten, wenn wir zurückgehen, sind wir wieder in unserem Standardbildschirm und können dann durch 1 die Tätigkeiten des Fahrer 1 hier am Symbol abändern. In dem Fall jetzt Bereitschaftszeit, Arbeitszeit, Pausezeit. Was jetzt nicht kommt, ist die Lenkzeit, weil die Lenkzeit automatisch kommt, sobald das Fahrzeug sich in Bewegung setzt. Analog zum Fahrer 1 haben wir hier das gleiche für den Fahrer 2. Wenn wir im Mehrfahrerbetrieb unterwegs sind, dann können wir da genauso die Tätigkeiten ändern. Lenken kann beim Fahrer 2 nie kommen, weil der Fahrer 2 ja nicht der Fahrer ist. Fahrer ist immer der Fahrer 1. Und das Letzte ist jetzt in dem Fall bei diesem digitalen Kontrollgerät, wenn wir lange auf der 1 oder auf der 2 bleiben, öffnet sich der Schacht und die Karte kann entnommen werden oder eben reingesteckt werden. Wenn ich jetzt etwas nicht weiß, ist es so, dass der Prüfer da schon mal gerne nachfragt oder ist das eine Geschichte, dass ich zum Beispiel das Öffnen des Schachtes, das muss schon wissen, oder? Ja, genau, das muss man schon wissen, wobei jetzt da auch alles, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also da sind die Prüfer, das sind ja alles Menschen, das ist ja alles eine menschliche Sache und da sind die Prüfer schon so drauf, dass sie auch sagen, komm, da fehlt doch noch was, sag mir doch mal was dazu und dann kriegt man das schon hin. Ja, wir gehen mal ganz kurz die Symbole durch, dass wir das nochmal haben. Es gibt nämlich ein paar Eselsbrücken, die man sich ganz gut merken kann, wenn du gerade nochmal durchwählst. Und zwar haben wir hier jetzt unsere gekreuzten Hämmer, Symbol für gekreuzte Hämmer. Die sind hier. Ganz genau, für die Arbeitszeit, ein Hammer für Arbeiten. Wenn wir nochmal die 1 anwählen, springen wir auf einen Stuhl oder ein Bett, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, für die Ruhezeit oder Pausenzeit. Und wenn wir nochmal drücken, haben wir ein Viereck, das durchgestrichen ist für die Bereitschaftszeit, zum Beispiel Warten auf Ladepapiere oder als Fahrer 2, wenn man unterwegs ist, wählt mir eben die Bereitschaftszeit an. So, die Bereitschaftszeit ist, wenn ich nicht arbeite, aber warten muss auf eine bestimmte Sache. Arbeitszeit wäre zum Beispiel? Arbeitszeit wäre zum Beispiel die Abfahrkontrolle oder Ladungssicherung. Tanken, Fahrzeug waschen. Alles, was ich tatsächlich was arbeiten muss. Und Bereitschaftszeit, da immer die Frage, es ist keine Pausenzeit, weil Bereitschaft ist nicht zur freien Verfügung. In meiner Pause kann ich machen, was ich will. In der Bereitschaft muss ich eben da sein und bereit sein, falls jemand was von mir braucht. Ja, der Fahrbetrieb hat einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte, kommt automatisch, wenn ich losfahre, muss ich nichts machen. Muss ich nichts machen, Motor starten, losfahren und dann springt das digitale Kontrollgerät auf Lenkzeit. Woher weiß denn das digitale Kontrollgerät, wenn zwei Karten stecken, wer fährt? Es kann nur der Fahrer 1 fahren, wenn wir im Mehrfahrerbetrieb unterwegs sind und der Fahrer 2 dann zum Fahrer 1 wird, müssen die Karten getauscht werden. Alles klar, es zählt immer die Karte 1. Ganz genau. Also in Schacht 1. Jawohl, Fahrer ist immer nur Schacht 1 und der zweite ist dann der Bereitschaftszeit hat, Arbeitszeiten oder arbeiten kann auch, wenn er zum Beispiel zwischendrin die Ladung sichert. Eine sehr schöne Frage, Karte 2, Frage 2, Prüfen der Druckwarneinrichtung. Auch hier gibt es verschiedene Systeme, es gibt von bis.
Richtig, also wir haben in dem Fall in unserem Fahrzeug eine Druckluftbremsanlage verbaut. Die muss natürlich mit einer Wareneinrichtung ausgestattet werden, sollte unser Vorratsdruck zu gering sein oder irgendein Bremskreis von unseren Vieren undicht werden. Und dann sollten wir auch überprüfen, ob die Wareneinrichtung auch dementsprechend funktioniert. Das können wir nur überprüfen, indem wir jetzt künstlich einen Druckverlust erzeugen. In dem Fall für die Prüfung machen wir das, indem wir das Bremspedal mehrmals kräftig treten und werden somit den Druck so langsam nach unten bringen. Das heißt, du trittst gerade die ganze Zeit? Ganz genau. Wir pumpen das Bremspedal, bis es nach unten geht. Wir sind jetzt nur noch bei 7, bei 6 Bar. Und jetzt haben wir den Hinweis, dass unser Vorratsdruck zu gering wird. Das kommt so ungefähr bei 6 Bar Druck. Dieser Hinweis jetzt da, also können wir jetzt schon mal den Prüfer bestätigen, unsere Druckwareneinrichtung funktioniert. Dass wir diese wieder ausbekommen, das ist der zweite Teil zum Prüfen der Druckwareneinrichtung. Dafür starten wir den Motor, warten, bis unser Luftpresser genug Luft wieder ins System gepumpt hat. Und dann geht auch unsere Druckwareneinrichtung wieder aus. Also wir sind jetzt da schon bei 7 Bar im Kreis 2. Jetzt wird langsam der Kreis 1 auch befüllt. Wenn der dann auch hochgeht und ist über 6 Bar, dann geht die Warnleuchte wieder aus und unser Fahrzeug ist somit dann abfahrbereit. Wenn man die Prüfung der Druckwareneinrichtung macht, sollte man den Motor nicht laufen lassen. Ja, weil wenn wir den Motor laufen lassen, läuft ja auch unser Luftpresser weiter. Das heißt, wir pumpen und pumpen und zeitgleich bringt der Luftpresser wieder Luft rein. Also dann pumpen wir uns zu Tode. Jetzt haben wir gesehen, die ist ausgegangen. Also wir müssen jetzt immer schneller pumpen, dass wir das irgendwie runterkriegen. Zeitgleich probiert er wieder Druck aufzubauen. Also im Prinzip den Motor aus, wenn man Frage 1 beantwortet, ganz genau. Dann fällt es ab und der Luftpresser baut nicht gleich wieder auf. Ganz genau, also nur die Zündung anmachen, weil ohne Zündung sehen wir nichts. Und in dem Fall baut er jetzt wieder auf, wir bremsen nicht weiter. Wir können das Ganze beschleunigen, indem wir leicht Gas geben. Ganz genau, die Motordrehzahl erhöhen, dadurch läuft unser Luftpresser auch schneller. Er baut schneller den Vorratsdruck wieder auf und wir sind schneller abfahrbereit. Natürlich so eine Sache bei kalten Motor, wenn das Fahrzeug längere Zeit gestanden war, ist es nicht unbedingt motorschonend, jetzt hier mit Vollgas den Vorratsdruck aufzubauen. So wie wir es jetzt gemacht haben, mit leicht erhöhter Motordrehzahl, funktioniert es schneller und dann passt das. Also zusammenfassend, Motor aus, machen wir aus. Dann anschließend pumpen. Solange bis der Vorratsdruck unter 7 Bar fällt, dann werden die meisten Warneinrichtungen angehen. Ich mache das mal gerade, also nochmal hier, ich drücke, etwa 0,7 Bar pro Drücken ist okay. Ja, richtig, genau, ja. So, und jetzt ist die Warneinrichtung an. Ganz Danke. Genau, so sieht's aus. Karte 2, Frage 3. Prüfen der Tragfähigkeit und der Höchstgeschwindigkeit der Reifen anhand der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Fahrzeugschein steht auch nochmal extra dahinter. Jawohl, ganz genau. Also wir haben einen Fahrzeugschein hier dabei. Wir sehen auf unserem Fahrzeugschein jetzt hier Achse 1, Achse 2, Achse 3. Wir stehen jetzt gerade an der Vorderachse, am Vorderreifen und haben hier auch eine Zahl stehen, 156 und in dem Fall das G. Die 156 ist eine Kennzahl, die finden wir in einer Tabelle, die für die Tragfähigkeit des Reifens steht und das G steht für die Höchstgeschwindigkeit des Reifens. Also das, was wir jetzt im Fahrzeugschein haben, sind die minimalen Voraussetzungen. Ist die Zahl, die da drin steht, höher, dann hat der Reifen eine höhere Traglast wie die vorgegeben ist. Ist der Buchstabe im Alphabet nach G, ist auch die Geschwindigkeit höher von dem Reifen, den wir drauf haben, wie das, was vorgegeben ist. Mindestanforderungen müssen wir erfüllen. Besser kann der Reifen sein. Wir schauen mal nach. Ganz genau. Wir wackeln zu unserem Reifen. Wir haben hier jetzt auch schon die Kennzahl stehen. 160K. Jetzt sehen wir auch, okay, die 160 sind höher als unsere 156, somit in Ordnung. Und wir haben das K, das im Alphabet später dran ist wie das G. Somit haben wir einen besseren Reifen verbaut, wie der gesetzlich vorgegeben ist. Und dann haben wir das schon überprüft. Jetzt steht daneben noch 158L, ein bisschen kleiner. Ganz genau, ja. Ja. Da lassen sich manche foppen. Würde ja in unserem Fall auch noch ausreichen, weil die 158 höher ist als unsere 156. Hat einfach damit zu tun, wenn der Reifen für eine höhere Geschwindigkeit, in dem Fall L, zugelassen ist, dann sinkt natürlich die Traglast, dann darf er nicht mehr ganz so viel fahren. Ah, okay. Das heißt, je schneller der Reifen,
gefahren wird, desto weniger ist die Traglast. Ganz okay. Genau, ne? Weil dadurch, durchs Fahren wird er warm, durch die Walkbewegung, die er einfach hat. Und dann müssen wir durch die höhere Geschwindigkeit von der Traglast einfach ein bisschen runter. Also LKW, da fährt man ja nicht so schnell, da ist es 160 km die größere Zahl. Ganz genau, also für uns das jetzt ausreichend. Nicht erschrecken, wenn der Prüfer kommen sollte und sagen, für wie viel steht denn 160, für wie viel Kilogramm ist es denn da? Das müssen wir nicht auswendig wissen, da gibt es so viele unterschiedliche Zahlen, da können wir dann einfach antworten, wir prüfen das in einer Tabelle, da können wir nachschauen, ob das ausreichend ist. In dem Fall für uns jetzt nicht so relevant, weil es ja mit dem im Fahrzeugschein übereinstimmt oder sogar besser ist, wie das, was wir brauchen. Wir prüfen das in der Tabelle, haben wir jetzt nicht dabei. Haben wir nicht dabei, genau. Das K, da gilt genau das Gleiche, da muss ich jetzt nicht sagen, wie schnell der Reifen jetzt ist, da gibt es Tabellen für, die haben wir jetzt nicht dabei. Es langt, wenn wir prüfen, K ist K oder größer. Ganz genau. Beim Reifen. Richtig. Danke. Ich hätte an die Hinterachse gehen. Da gibt es nämlich was ganz Besonderes. Ganz genau. Das können wir gleich mal gucken. Weil jetzt haben wir nämlich oftmals den Prüfer, der sagt, ach komm, Vorderachse ist mir ein bisschen zu einfach. Wir gehen mal an den anderen Reifen, weil wir haben jetzt da an dem Reifen zwei Zahlen drauf. 154, 150 L. Dadurch, dass bei unserem Fahrzeug die Antriebsachse eine Zwillingsbereifung hat, also zwei Reifen. Ich zeig's mal gerade, hier ist noch ein bisschen größer. Ja. Ja, sehr schön, genau. Da haben wir Zwillingsbereifung und bei, für mich immer als Eselsbrücke, zwei Reifen, zweite Zahl. Deswegen haben wir hier die 154, 150 L. Für uns jetzt wichtig, weil es die Zwillingsbereifung ist, die 150. Also schauen wir wieder auf unseren Fahrzeugschein drauf. In dem Fall ist auch vorne die Zahl durchgestrichen und die zweite Zahl 145 G. Das bedeutet, wir haben 150 drauf, das ist höher als 145. Wir haben G ist angegeben, müssen wir Mindestanforderungen haben. Wir haben L drauf, also auch an der Antriebsachse einen besseren Reifen wie den, der vorgegeben ist. Also Eselsbrücke ganz einfach, ist die erste Zahl durchgestrichen und nur eine zweite Zahl ist da. Dann gucke ich auch hier nur auf die zweite Zahl, denn es ist ja Zwillingsbereifung. Ganz genau. Hier in dem Fall. Bei der dritten Achse ist es wieder genau andersrum. Ja. Da ist Einzelbereifung wieder drauf auf der Nachlaufachse und da zählt die erste Zahl. Eigentlich ganz simpel, wenn man es mal kapiert hat, oder? Ja, also die Eselsbrücke ist einfach zwei Reifen, zweite Zahl. Viele fragen immer nach, warum denn weniger? Ich habe doch zwei Reifen oder sogar vier Reifen pro Achse. Liegt einfach daran, wenn der Reifen zu stark belastet wird und sich unten einfach weiter auswölbt, dann haben wir das Problem, dass der innen aneinander diese zwei Reifen reiben und das prüfe ich oder kann ich schwer prüfen oder prüfe es eventuell nicht so regelmäßig. Und dann ist das Problem, dass es mir den auf der Autobahn beim schnelleren Fahren durch die Reibung einfach rausknallt den Reifen und das versuchen wir zu vermeiden. Deswegen hat er weniger Traglast, ja. Damit die eben nicht aneinander kommen, damit er nicht so ganz so stark beladen wird wie jetzt bei Einzelbenutzung. Ganz genau, aber dafür sind es ja vier Reifen. Danke. Karte 2, Frage 4. Hupe, Lichthupe, Warnblinklicht, Seitenmarkierungsleuchten, Funktion prüfen, das ist aber ganz schön viel auf einmal, Bernd. Ja, man denkt erstmal, um Gottes Willen, jetzt muss ich da alles anschalten, ich muss hier alles bedienen können. So dramatisch ist es gar nicht. Die Hupe und die Lichthupe, die Seitenmarkierungsleuchten, die gehen mit an, wenn ich das Licht einschalte. Also von daher gehe ich ins Fahrzeug hin, schalte das Licht an. Bei uns jetzt im Actros haben wir auch die Möglichkeit, dass wir auch ganz klassisch da unten noch einen Lichtschalterknopf haben. Wenn wir den drücken, geht schon mal das Licht an und dann können wir da auch ganz simpel überprüfen, ob außen, wenn das Licht an ist, unsere Seitenmarkierungsleuchten funktionieren. Okay, ich brauche dafür keine Zündung. Dafür brauchen wir erstmal keine Zündung. Wir schauen daher, sehen jetzt alles klar, die Leuchten. Sollte es im Sommer etwas heller sein, halte ich die Hände einfach mal drüber, dass man eben erkennt, okay, Seitenmarkierungsleuchten funktionieren, macht dann auch den Rundgang um das Fahrzeug. Also das ist von den Prüfern auch gewollt, dass wir hier alle Seitenmarkierungsleuchten sehen. Auch auf der anderen Seite, weil sonst oft kommt, ja, haben Sie alles überprüft? Ja, jetzt waren wir nur auf einer Seite. Wir müssen die Seitenmarkierungsleuchten natürlich auch auf der anderen Seite überprüfen. Zum Warnblinklicht, das ist auch eine Sache, das können wir selbst einschalten. Dann setzen wir uns ins Fahrzeug rein, betätigen die Warnblinkanlage. Unser Warnblinklicht geht an. Wenn wir das gleich von Anfang an mitmachen, sparen wir uns einen Weg ums Fahrzeug, sehen, ob alle Warnblinklichter, ob alle Blinker funktionieren. Und wenn wir schon drin sind, können wir natürlich die Hupe auch gleich betätigen. Auch hier könnte man sich den Fahrerlehrer holen. So, jawohl. Danke, Sven. Warnblinkanlage vorne funktioniert.
Jetzt mal eine Frage. Normalerweise muss ja derjenige prüfen, der fährt. Das heißt, der Fahrlehrer wäre jetzt innen. Ich schaue draußen nach, genau, ob es leuchtet. Ist das korrekt? Ich könnte dich reinschicken als Fahrlehrer, sag mal. Unbedingt, unbedingt. Also auf jeden Fall. Der Fahrlehrer ist der, der prüft. Meistens wird es von den Prüfern so gehandhabt, dass die sagen, also Licht- und Warnblinkanlage kannst du selbst einschalten, genauso wie die Hupe. Funktioniert. Funktioniert. Wo es dann aufhört, ist bei der Lichthupe. Die Lichthupe kann ich selbst nicht betätigen und gleichzeitig schauen. Da schicke ich mir den Fahrlehrer rein und sage, hey, mach mal Lichthupe. Ja, geht. Alles klar, danke Sven. Ja, und dann kommt die Antwort, jawohl, Lichthupe funktioniert. Somit haben wir das geprüft und können alles wieder ausschalten. Ja, die Karte 2, Frage 4, Hupe, Lichthupe, Warnblinklicht, Seitenmarkierungsleuchten, Funktion prüfen, beantwortet. Karte 2, Frage 5. Sichtprüfung von Kühler und Kühlleitungen, Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes. Ja, die Frage, die kommt öfter schon mal vor. Und hier gibt es eine kleine Varianz, Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes. Ja, ja. Bitte. Richtig, wir müssen den Kühlflüssigkeitsstand am Fahrzeug kontrollieren. Das können wir von innen nicht. Das heißt, wir wackeln wieder nach draußen, öffnen die Motorhaube und schauen mal vorne rein. Zum Öffnen der Motorhaube, Sven, ist es da ganz einfach. Wir haben an der Seite hier einen Hebel. Wenn wir den nach innen Richtung Mercedes-Stand drücken, öffnet sich die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir genau das Gleiche. Wir ziehen den Hebel Richtung Mitte, machen unsere Motorhaube auf, sehen da schon mal unseren Kühlwasserausgleichsbehälter. Da auch wieder, wenn man da lesen kann, do not open. Also auch der Warnhinweis, wir sollten den nicht öffnen. Wenn das Fahrzeug gelaufen ist, steht der Behälter unter Druck, das ist heiß. Ja, hier steht aber jetzt Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes. Richtig, ja. Also können wir die Kühlflüssigkeit so nicht kontrollieren. Wir kriegen ganz klassisch eine Warnmeldung, wenn was fehlt oder wenn das Fahrzeug überhitzt, sollten wir das feststellen. Aufmachen tun wir den Behälter auf keinen Fall. Sehen können wir es nicht. Das müssen wir den Prüfer auch so sagen und sagen, Behälter geschwärzt, kann ich so nicht überprüfen. Aufmachen würde ich das jetzt nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung bei modernen Fahrzeugen. Richtig. Frage beantwortet. So, jetzt steht hier Sichtprüfung vom Kühler und Kühlleitung. Ganz genau. Da prüfen wir unten dran natürlich, super Sache, das sehen wir gleich. Okay, das ist garantiert eine Kühlleitung. Wir sehen auch, dass hier keine Flüssigkeiten rauslaufen. Die Leitungen sind sauber. Alles, was wir an Leitungen sehen, ist wunderbar, leckt nichts. Wenn wir dann beim Kühler sind, beobachten wir hinter den Schutz, dass unser Kühler nicht beschädigt wird, sehen wir die Kühlrippen. Die sollten nicht beschädigt oder verschmutzt sein. Wenn die verschmutzt sind, kann keine Luft durch, dann funktioniert das Kühlen einfach nicht mehr so gut. Und ganz einfach ist es natürlich, wenn ich zum Fahrzeug hinkomme, dass ich da mal 2-3 Meter vom Fahrzeug wegstehe, gehe kurz in die Knie runter und sehe dann eben, tropft da unten irgendwas, habe ich Wasserflecken drunter. Das wäre dann ein Indiz dafür, dass irgendetwas undicht ist. Es gibt typische Wasserflecken, wenn es warm ist. Ganz genau, ja. Da hat man schon mal einen Prüfer, der einen unserer Fahrschüler ein bisschen ärgern wollte und sagt, na, schauen Sie doch mal hier, riesen Wasserfleck, da passt doch was nicht. Alles undicht, können wir überhaupt losfahren? Ja, wenn es 30 Grad draußen hat, läuft die Klimaanlage vorher und das ist das Kondenswasser der Klimaanlage. Also nicht ärgern lassen. Ja, Karte 2, Frage Nummer 5. Abfahrkontrolle, LKW, Karte 2, Frage 6, Unterlegkeile, Anzahl und Unterbringung. Ja, also auch wieder ganz einfache Sache. Es sollte jeder bei seinem Fahrzeug wissen, wo die Unterlegkeile verstaut sind. Vorab meistens die Frage, wie viele Unterlegkeile haben wir denn dabei? Wir haben ein Dreiachsfahrzeug, also brauchen wir mindestens 2 Unterlegkeile. Anzahl ist somit abgehakt. Unterbringung, eine befindet sich auf der Fahrerseite, der andere ist auf der anderen Seite des Fahrzeugs, also auf der Beifahrerseite. Das hängt aber jetzt vom Fahrzeug ab. Hängt vom Fahrzeug ab. Wenn wir ganz kurz rüber switchen und gehen hier Richtung MAN, da sehen wir dann auch, dass auf der Beifahrerseite beide Unterlegkeile verbaut sind. So, also dort wird euch der Fahrlehrer eures Vertrauens natürlich mit dem Fahrzeug vertraut machen. Und da wisst ihr auch, wo die sind. Was ist noch zu prüfen? Ganz genau. Wenn wir jetzt am Unterlegkeil sind, dann können wir da am Unterlegkeil, falls der Prüfer nachfragt, also grundsätzlich versuchen wir nicht vorzugreifen und den mehr rauszugeben, wie das notwendig ist. Es ist nur Anzahl Unterbringung gefragt. Dann erzählen wir ihnen noch, okay, der Unterlegkeil ist gesichert durch diese Feder. Wenn es jemand ganz genau wissen möchte, dann nehmen wir den Unterlegkeil raus. Haben den dann in der Hand, prüfen am Unterlegkeil, ist denn irgendeine Beschädigung des Unterlegkeils, ist der verdrückt, hat der Risse, ist der gesprungen. Dann nehmen wir den Unterlegkeil, stellen den
unter die Antriebsachse, weil unter die Liftachse bringt er uns nicht wirklich viel. Wenn die hochfährt, fahren wir einfach oben drüber. Lenkachse, wenn ich den hinlege, könnten wir, wenn das Lenkrad eingeschlagen ist, um den Unterlegkeil außen rumfahren. Das wäre natürlich doof. Also immer unter die Antriebsachse? Immer unter die Antriebsachse, ganz genau, weil die kann nicht weg. Die geht nicht hoch, die ist nicht lenkbar, die ist fest. Und dann sehen wir jetzt auch schon, alles klar, da hat uns Mercedes in dem Fall den richtigen Unterlegkeil mitgeliefert. Der passt zur Form des Reifens, ist auch von der Höhe so, dass er mindestens bis zur Felge geht, also nicht zu klein. Uns bringt ein 5 cm hoher Unterlegkeil nichts bei so einem Fahrzeug. Und dann können wir da nochmal nachschauen, hat denn der Unterlegkeil hinten die Krallen dran, dass der sich auch, wenn er auf Untergrund, auf festem Untergrund steht, ein bisschen im Boden vergreift und nicht einfach so wegrutschen kann. Ja, du hast eine Fahrschule spezialisiert für Wohnmobile, Kompaktführerscheine, machst aber auch normale Führerscheine. Wir sind jetzt hier vor zwei verschiedenen Fahrzeugtypen. Das eine ist jetzt ein Mercedes Actros, das zweite ist ein MAN. Sind das typische Fahrzeuge im Fahrschulbetrieb? Ja, also im Fahrschulbetrieb weiß ich gar nicht, ob das jeder hat. Aber grundsätzlich, wenn man mal auf die Straße schaut, auf die Autobahn geht, sind das so die Fahrzeugtypen, die überwiegend unterwegs sind. Und das wollen wir natürlich in der Ausbildung auch haben, dass die Fahrschüler mit dem Fahrzeug üben, mit dem sie dann unterwegs sind. Ja, vielen Dank, Bernd. Gleich kommt Karte Nummer 3, Frage 1.